Beim Bachelor 2023 gab es im Wiedersehen die krasseste Wende, die man sich nur vorstellen kann. Es gibt echt noch eine fette Überraschung heute. Ja, ich meine, spielt jetzt eigentlich sowieso keine Rolle mehr, weil er jetzt ja eine andere Dame an seiner Seite hat. All das und noch einiges mehr gab es, wie gesagt, beim Wiedersehen vom Bachelor 2023. Und glaub mir, die Staffel mag ziemlich langweilig gewesen sein, aber das Wiedersehen war meiner Meinung nach das absolute Mega-Highlight und wird deswegen von mir natürlich wieder kommentiert, parodiert und analysiert. Aber bevor wir starten, eine kurze Frage. Wusstest du nämlich, dass Menschen mit viel Stress oft zu wenig trinken? Ich kenne das leider von mir selbst, wenn ich wieder die Nächte für uns durchschneide. Aber mittlerweile habe ich für mich endlich eine Alternative gefunden, die funktioniert, nämlich Holy. Holy Iced Tea ist natürlicher Fruchtgeschmack auf echter Teebasis und das in Pulverform. Einfach Wasser in den Shaker, Pulver drauf, mit einem Eiswürfel verfeinern, shaken, optional kurz dabei tanzen und genießen. Das Beste ist aber, das schmeckt nicht nur natürlich, da ist auch kein Bullshit drin. Und außerdem erfinden die Jungs und Mädels auch noch andauernd neue ausgefallene Sorten. Nur einen Shaker mit einem Onion Dog drauf gibt's noch nicht. Hättet ihr da eigentlich auch Bock drauf? Dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ich leiste bei Holy ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber mal im Ernst, wenn du jetzt auch keinen Bock mehr auf total überzuckerte und künstlich schmeckende Zero Drinks hast, dann solltest du dir Holy auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt für jeden Geschmack und Geldbeutel eine Menge Packs, sowohl für den Iced Tea als auch die gesündere Energy-Alternative. Und mittlerweile kann da auch wirklich jeder was sparen. Wenn du nämlich zum Beispiel Neukunde bist, also noch nie was bestellt hast, dann kannst du einfach den Code ONIONDOG5 nehmen, dann kriegst du 5 Euro für deine erste Bestellung. Oder du bist schon Holy-Fan und hast schon mal was bestellt, dann verwendest du einfach den Code ONIONDOG ohne die 5 und dann kriegst du 10% auf alles. Außer auf einen Shaker mit einem Onion Dog drauf, falls es den noch nicht gibt. Aber wir gucken mal. Danke, Werbungszwiebelhund, und damit nochmal herzlich willkommen. Wie immer gilt übrigens, den Bachelor könnt ihr natürlich in voller Länge bei RTL Plus gucken oder mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Und jetzt können wir endlich mal reinstarten. Und zwar gab es am Anfang erst nochmal ein paar Bilder vom Finale selbst zu sehen, die waren jetzt nicht besonders spannend. Aber das, was Frauke Ludowig dazu gesagt hat, das war einigermaßen spannend. Ja, was für ein Finale, was für ein Ende dieser Bachelor-Staffel. Aber das ist gar nicht das Ende. Ich will an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten, aber es gibt echt noch eine fette Überraschung heute. Oh ja, fette Überraschung passt allerdings wirklich. Aber natürlich war im Studio dann nicht nur David, das ist ja immer so, sondern es sind auch noch ein paar Auserwählte, wenn man so möchte, da gewesen. Und ich finde, da hat RTL diesmal auch genau die richtigen ausgesucht. Angelina, Lisa, Chiara, Rebecca, Lela und Alissa. Wundervoll. Und interessanterweise hat sich dann Frauke Ludowig als erstes an Lisa gewandt. Ich weiß gar nicht, ob das üblicherweise so gemacht wird, dass man quasi die Verliererin aus dem Finale nimmt. Aber es wurde dann nochmal die Frage gestellt, wie war das denn jetzt eigentlich, nochmal diese ganzen Bilder zu sehen? Und ihre Antwort war erstaunlich, würde ich mal sagen. Super emotional zu sehen. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht... Also das kommt einfach wieder so hoch. Das war so das Worst-Case-Szenario. Und es ist eingetroffen und das war richtig, richtig schwer für mich. Wer Lisa jetzt aber kennt, also die vergangenen Folgen gesehen hat, der hat da schon irgendwie gemerkt, irgendwie wirkt Lisa insgesamt sehr positiv. Und dann ging es um die Gewinnerin des Finales, nämlich Angelina. Und wer die kennt, weiß, die wirkt eigentlich immer positiv, außer jetzt. Da wirkte sie eher angepisst. Ja, es war natürlich alles sehr emotional und man weiß ja auch bis zur letzten Sekunde nicht, was dann im Endeffekt passieren wird. Und ja, es war ein sehr emotionaler Moment auf jeden Fall. Ich finde krass, wie sie an der Stelle die Vergangenheitsformen in den Vordergrund geschoben hat. Also man merkt schon, da ist irgendwas im Busch. Aber dann war es jedenfalls auch soweit. Und David ist erstmal gekommen und hat die Frauen natürlich begrüßt. Und du achte gleich mal ganz besonders auf die Begrüßung zwischen ihm und Lisa und ihm und Angelina. Hi. Du kennst doch unseren Namen. Schön, euch alle zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Hi. Hi. Hallo. David, nimm Platz.
Okay, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich das mit Angelina noch mal ins Gedächtnis ruft, so begrüßt man nicht den Menschen, mit dem man jetzt womöglich zusammen sein soll, oder? Leider wurde das aber erstmal noch nicht aufgelöst, denn dann ging es noch mal so ein bisschen um den Verlauf der Staffel und natürlich auch um den Anfang, nämlich als die ersten Frauen überhaupt auf David getroffen sind, auf dem roten Teppich und mit der Limo und so. Und David macht noch mal deutlich, dass es damals schon Favoritinnen gab. Es gab ein paar Frauen, da war der erste Eindruck, der hat sich dann so ein bisschen durchgezogen, aber dann gab es auch ein paar Frauen, zu denen hat sich dann so die Wahrnehmung oder die Beziehung tatsächlich auch im Laufe der Zeit entwickelt. Wir wollen Namen. Bei wem war das so? ja, mit Rebecca, ne? Auch Frauen, die gerade hier in der Runde sind. Alyssa natürlich, so auch mit Leila jetzt im Nachgang. Ich wollte so schon gerade sagen. ne, was man dann so zu sehen bekommt auch. Ich kriege ja jetzt auch ganz viel das erste Mal zu sehen. Mhm. Und ja, ist dann auch super interessant für mich. Na, man merkt, noch ist die Stimmung ja richtig gut. Glaub mir, das wird sich aber noch relativ ändern. Aber erstmal ging es dann so ein bisschen um Leila, die ja, wenn man so möchte, der Clown der Staffel war. Und darum, wie sie das Leben in der Frauenvilla ein bisschen bereichert hat. Also es war an sich eigentlich schon ein bisschen langweilig. Aber also ich finde, dass ich für mich das Beste aus der Situation gemacht habe. Also ich habe ja auch Spiele erfunden und sonstiges. Pimmelball. Also, Pimmelball. Ja, Pimmelball. Ja, kannte noch niemand von uns, aber wir wollen das jetzt alle auch mal spielen. Ja, vielleicht kann ja nach der Sendung. Können wir alle zusammen spielen, ja, gerne. Ja. Dann gab es aber auch schon das erste große Aufregerthema, nämlich Chiara. Denn wir wissen ja, da gab es ja die ganze Zeit Vorwürfe, sie macht da eigentlich nur mit, weil sie Bachelorette sein möchte und weil sie ganz viel Sendezeit will. Und das wollte Frauke Ludowig dann noch mal ganz genau wissen. Du hast es irgendwann zum Ende der Staffel gesagt, du wolltest immer dabei sein beim Bachelor. Mhm. War das jetzt am Ende auch tatsächlich so die Erfüllung deiner Träume, in dieser Staffel dabei zu sein? Und du bist ja nun fast bis zum Schluss tatsächlich dabei geblieben. Nee, die Erfüllung meiner Träume war es mit Sicherheit nicht. Aber es war ein unglaubliches Abenteuer. Und das alles zu fühlen und zu leben und dabei zu sein, das hat mich schon sehr, sehr, sehr erfüllt, ja. Irgendwie klingt Chiara schon wieder ziemlich unauthentisch, oder? Naja. RTL hat dann natürlich noch mal so ein paar Highlight-Szenen gezeigt und meistens, wie immer, sind die eigentlich relativ langweilig. Bei Chiara waren sie aber ganz spannend, weil ich glaube, auch der Cutter von RTL mag sie nicht besonders, denn ihre Highlights bestanden eigentlich nur aus ziemlich negativen Szenen, in denen sie wie ein unsympathischer Klugscheißer rüberkommt. Can you tell them that our GoPro light is off, sir? No. Hast du das Öl direkt auf meinen Körper gemacht? Ja. Ja, das ist falsch, man muss es immer in den Händen so warm machen. Du bist schon so eine Klugscheißerin, ne? Bisschen, ja. Tschüss. Gibt's eine Regel? Sie weiß das. Sie weiß alles. Oh, jetzt verstopft dich. Mir ist aufgefallen, dass viele Angst vor Chiara haben. Sie hat ja auch den Namen Chefin. Sie zieht schon die Strippen in der Villa. Vor der Kamera. Was sie spielt, ist auf jeden Fall sehr gut durchdacht. Sie weiß, was sie tut, sie weiß, was sie sagen muss. Warum seid ihr hier? Gibt's an der Stelle irgendwas? Es fällt mir nichts ein, was ich da sagen müsste. I'm a beautiful creature. Ich stehe für ihn. Als ich dann schließlich gesagt hat, dass es zum Bachelor geht, ich habe erstmal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit auch ja, einer ihrer Träume in Erfüllung geht. Ach ja, Chiara war schon eine echte Sympathiebombe. Und auch das wollte Frauke Ludowig noch mal ganz genau wissen, weil ja, sie ist ja wirklich nicht so gut irgendwie rübergekommen. Aber Chiara hat noch mal deutlich gemacht, das ist gar nicht so schlimm, denn sie ist wirklich so. Ich bin nicht dort gewesen, um ein möglichst sympathisches Bild für den Zuschauer oder für meine Mitstreiterin oder auch für David rüberzubringen, sondern ich bin da gewesen, um ich zu sein und um einen Menschen zu finden, der zu mir passt. Hat Chiara jetzt gerade sinngemäß gesagt, dass sie nicht sympathisch wirken wollte, sondern so, wie sie wirklich ist? Was ja bedeuten würde, dass sie sich selbst auch nicht sympathisch findet? Okay, aber Frauke Ludowig hat dann jedenfalls noch ein bisschen gebohrt und wollte jetzt noch mal wissen, wie echt war sie denn nun eigentlich? Und da hat Chiara noch mal darauf gepocht, dass sie mega authentisch sehr echt ab dem Moment, wo ich David kannte und bevor ich ihn dort kennengelernt habe, war es eben auch eine Bewerbung nicht für David, sondern eine Bewerbung bei dem Bachelor und bei dem ich trotzdem von Anfang an die Hoffnung hatte, mich zu verlieben. Ich persönlich tue mich immer noch mega schwer, ihr das zu glauben. Also klar, ich glaube schon und das ist ja auch einfach so, dass man sich bei so einer Sendung bewirbt und man weiß ja auch nicht, wer da kommt und so. Aber trotzdem hatte man auch immer das Gefühl, oder ich zumindest, dass sie die ganze Zeit Sendezeit möchte und Präsenz und wahrscheinlich auch Instagram-Follower. Ich wollte nie nur die Präsenz im Fernsehen. Ich wollte dieses Abenteuer und ich wollte diese Chance,
da jemanden kennenzulernen, der zu mir passt und der mich so will, wie ich bin. Und das hat für mich wirklich intensiv angefangen bei diesem ersten Einzeldate. Nun bin ja aber nicht nur ich dieser Meinung, dass Chiara manchmal ein bisschen merkwürdig rüberkam, sondern auch Rebecca. Und Rebecca hat ja auch während der Staffel durchaus einige Vorwürfe, was das angeht, erhoben. Und ich hatte jetzt eigentlich im Studio schon ein bisschen auf Streit gehofft. Es war dann aber doch ziemlich harmlos. Mittlerweile ist einfach jetzt Gras drüber gewachsen über die Sache. Das liegt jetzt einfach weit in der Vergangenheit. Und auch was ich jetzt halt so alles danach gesehen habe, als ich halt nicht mehr dabei war, kann es sein, dass ich mich auch getäuscht habe. Mein Gefühl damals hat mir auf jeden Fall das halt so mitgeteilt und ich habe mich immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Das war für mich ein Hinweis an ihn, dass er einfach seine Augen offen halten soll. Na gut, damit war dieses Thema dann leider erstmal abgeschlossen, aber es ging gleich um den nächsten Aufreger, nämlich die beiden Finalteilnehmerinnen. Und auch da gab es nochmal ein paar Highlights. Ich möchte euch jetzt hier aber nur mal einen ganz kurzen Ausschnitt davon zeigen, denn unten links sieht man immer die ganze Zeit eine Kameraperspektive ins Studio und da sitzen dann David und Angelina und gucken sich das an. Und gerade Angelina guckt wirklich richtig angepisst. Zusammen aussehen. Ja, gell? Oder? Also körperliche Nähe ist mir schon echt mega wichtig. Sehr gut, mir auch. Mein Herz ist in der Mitte einfach gerade getrennt. Wen kann ich eher gehen lassen? Vielleicht muss ich mir diese Frage stellen. Interessant auch, was da für Ausschnitte ausgewählt worden sind. Und ich glaube, spätestens jetzt wusste man, irgendwas ist da ganz, ganz doll komisch. Aber Frau Koludowich hat sich dann erst nochmal an Lisa gewandt, denn von der gab es natürlich auch Highlights zu sehen. Und ihre Aussage dazu war eigentlich echt ganz nett und positiv. Ja, Lisa, wenn du das jetzt heute siehst, was für Gefühle kommen da beim Anschauen der Bilder in dir hoch? Das ist für mich schon schwer. Also auch natürlich, man sieht die ganzen schönen Bilder und das ist auch schön, aber gerade dieses, was wir jetzt heute so mit dieser letzten Rose gesehen haben. Ja, das war halt super hart damals für mich. Irgendwie wie, als wenn man da jetzt wieder so drinsteckt. Aber irgendwie lächelt Lisa da trotzdem die ganze Zeit, oder? Naja, dann ging es jedenfalls nochmal um die Entscheidung. Und die große Frage natürlich an David, wann er sich entschieden hat, wie sicher er sich war, wie das überhaupt so war, die letzten Tage vor dem Finale. Und auch hier sollte man wieder ein bisschen auf das achten, was er so zwischen den Zeilen sagt. David, wann hast du eigentlich die Entscheidung getroffen, Lisa oder Angelina, wer bekommt die letzte Rose? Ich wusste nicht, wie ich entscheiden werde. Ich hätte eine Münze schmeißen können. Mein Herz war so quasi in der Mitte gespalten und ich wusste an dem Tag, egal wie ich meine Entscheidung treffe, ich werde auf jeden Fall einen Tag später auch noch an die andere Frau denken müssen. Das geht gar nicht. Ich kann das ja nicht abschalten. Ich bin ja keine Maschine, ich bin kein Roboter. Ich habe echte Gefühle aufgebaut für zwei Frauen. Ich habe mich komplett darauf eingelassen. Ich habe mich in dieses Abenteuer gestürzt, in der Hoffnung, mich zu verlieben, in der Hoffnung, echte Gefühle zu entwickeln. Und dann stehst du am Ende da und hast echte Gefühle, starke Gefühle für zwei Frauen und musst eine Entscheidung treffen. Und auch hier betont David, wie ich finde, wieder sehr deutlich für zwei Frauen. Merken wir uns mal. Und dann kommt sie jetzt endlich. Die große, große Frage, auf die wir schon die ganze Zeit gewartet haben, mit einer super interessanten Antwort. Angelina und David, seid ihr heute noch ein Paar? Kann ich? Ja. Nein, wir sind kein Paar. Wir haben uns im Format füreinander entschieden. Ich habe immer gesagt, am Ende entscheiden sich zwei Menschen füreinander. Das haben wir gemacht. Wir haben echte Gefühle gefühlt, mega viel Aufregendes miteinander erlebt und kommen dann in die Realität und konnten das, was wir im Format gefühlt haben, was wir aufgebaut haben, einfach nicht in der Realität fortführen. Und das ist auch relativ schnell, haben wir das gemerkt. Wir haben uns zweimal gesehen und haben dann auch danach, waren dann einfach ehrlich zueinander, ne? Und es ist dann auch einfach ein Gefühl, man hat es einfach schon gespürt und das war halt einfach nicht da. Okay, also erstmal natürlich eine krasse Info, dass die beiden nicht zusammen sind. Aber noch krasser ist, dass David das ja die ganze Zeit jetzt ein bisschen wie so ein Politiker ausgedrückt hat. Also nach dem Motto, ja, hat ja irgendwie nicht gepasst und ist ja eigentlich trotzdem alles ganz schön. Bei Angelina klingt das allerdings ganz anders. An einigen Stellen sogar ein bisschen bitter. Und dazu muss ich gleich eh nochmal was sagen. Ja, natürlich hätte ich mir sehr gewünscht, dass wir an das Ganze anknüpfen, was wir da drin hatten. Es war dann schon aber auch so, dass ich mir einfach gewünscht hätte, wir kommen aus diesem Format und können einfach sein. Und dann ging es aber relativ schnell an Planung und ich hatte einfach so das Gefühl, es geht jetzt quasi so weiter, wie es in der Show war. Er trifft die Entscheidungen und
ja, hat dann zwischen uns einfach nicht gepasst. Und das habe ich ihm dann auch so kommuniziert. Und ja, ich meine, spielt ja jetzt eigentlich sowieso keine Rolle mehr, weil er jetzt ja eine andere Dame an seiner Seite hat. Okay, und ich finde, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil Angelina hat ja eigentlich jetzt zwischen den Zeilen ganz deutlich, wenn auch sehr freundlich, den Vorwurf geäußert, David hätte alles bestimmen wollen und dass da irgendwas im Argen lag. Und das passt, wie ich finde, ja auch ganz gut zu den Vorwürfen, die es vor der Staffel schon mal von Davids Ex-Freundin gab. Ich will das jetzt gar nicht nochmal komplett ausrollen, aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass Frauke Ludewig an dieser Stelle mal ein bisschen nachhakt und bohrt. Und dafür ist sie ja auch da. Und ich bin mir sicher, das wäre normalerweise auch passiert. Hier leider allerdings überhaupt nicht. Das fand ich ziemlich enttäuschend, auch von Seiten RTLs, ehrlich gesagt. Aber gut, trotzdem bleibt jetzt natürlich die Frage, was hat Angelina denn mit dem Ende gemeint, nämlich mit dieser anderen Person an Davids Seite. Und dazu passte dann, dass David aber nochmal ganz gerne was zu seiner Entscheidung im Finale sagen wollte, denn da war ja, wie gesagt, nicht nur Angelina. Richtig, ich habe im Finale eine Entscheidung getroffen. Ich habe gehofft, dass es die Entscheidung ist, die mich quasi an mein Ziel bringt, ja, dass ich mich einfach angekommen fühle, dass ich angekommen bin. Hab aber dann einfach noch ganz lange Zeit, also ich bin nie darüber hinweggekommen, quasi Lisa so gehen zu lassen. Es sind so viele Tage vergangen und ich habe immer noch an sie gedacht. Natürlich habe ich mich danach auch gefragt, war das die richtige Entscheidung? Mache ich mir deswegen auch so einen Druck, dass es jetzt funktionieren muss, weil ich einfach auch noch Gefühle für Lisa habe und vielleicht habe ich auch deswegen Druck irgendwie ausgeübt, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt funktionieren und ich darf nicht mehr an die andere Frau denken. Ich muss jetzt einfach angekommen sein und das war halt nicht der Fall. Und ich habe, wie gesagt, nicht aufgehört, an Lisa zu denken und bin dann auf Lisa zugegangen. Okay, David, aber auf jemanden zugehen, das kann man jetzt so oder so deuten. Das musst du uns dringend noch mal ein bisschen genauer erklären. Ich habe Lisa angerufen und ja, ich habe ihr einfach gesagt, wie ich empfinde. Ich bin ein Idiot gewesen, hätte ich nicht versucht, einfach noch mal mit ihr in Kontakt zu treten. Das heißt, ihr habt euch dann wieder getroffen, ja, und ihr seid dann zusammengekommen? Ja. Boah, wie angepisst Angelina eben geguckt hat und wie verschmitzt David und Lisa gelächelt haben. Uiuiui. Aber okay, dann wurde noch mal ein bisschen genauer erklärt, wie das jetzt eigentlich so abgelaufen ist. Denn man darf ja immer nicht vergessen, David wohnt in Dubai. Also man kann sich jetzt auf die Schnelle nicht mal sehen. Aber wie das abgelaufen ist, hat Lisa dann noch mal erklärt. Wir sind da ganz einfach rangegangen. Wir haben gesagt, okay, ich habe noch irgendwie so ein Gefühl, du hast noch so ein Gefühl. Irgendwie ist da diese Neugierde ja auch da. Und wir gucken einfach mal. Und dann bin ich halt nach Dubai geflogen. Und es war einfach noch genauso da. Es war einfach genau dieser Moment. Wir waren sofort, wir mussten da nicht viel irgendwie drüber reden oder sowas. Wir haben das sofort einfach wieder miteinander gefühlt. Und das hätte genauso auch sein können, dass man das nur im Kopf mit sich rumträgt und dann sieht man sich wieder und dann fühlt es sich halt einfach nicht mehr danach an, aber es war halt nicht so. Okay, also mit anderen Worten, die beiden haben sich getroffen und es war schön und sie sind jetzt auch wirklich zusammen und möchten das wohl auch in Zukunft sein. Wir waren jetzt an auch schon verschiedenen Orten gemeinsam und wir sind beide, jetzt klar, es gibt so diese Distanz, aber wir sind beide lösungsorientiert und wir wollen einander sehen, wir wollen miteinander weiterkommen und demnach kriegen wir das auch hin. Okay, aber nochmal, ich krieg das immer noch gar nicht klar. Also David ist im Prinzip, wenn man so möchte, jetzt einfach Nico Grieser 2.0, der sich nach dem Finale komplett neu entschieden hat. Und ich muss nochmal sagen, dass ich das von RTL sehr doof fand, weil das Wiedersehen war auch noch mega kurz. Normalerweise geht das 45 Minuten, diesmal waren es glaube ich nur so 29 oder so. Und es wurde auch irgendwie so behandelt, als wäre das jetzt alles ganz normal und nett und keine Ahnung. Aber zum Glück hat Angelina zumindest noch so ein kleines bisschen doch gestichelt, dass das eben nicht alles einfach so in Ordnung ist. Denn dass David jetzt mit Lisa zusammen ist, das weiß ich auch noch nicht besonders lange. Wir haben am Donnerstag tatsächlich jetzt vor der Show haben wir drüber geredet. Wir haben 2 Stunden gesprochen. Er hat es mir dann in den letzten 2 Minuten gesagt. Nichtsdestotrotz, wirklich, ich wünsche den beiden alles Gute. Und das ist auch, kommt wirklich von Herzen. Also bei uns hat es nicht geklappt. Wenn es bei den beiden klappt, dann freue ich mich für sie. Auf jeden Fall. Also gar keine Frage. Ist doch jetzt alles top. Boah, und ich weiß jetzt nicht, ob das nur mein Eindruck ist, ne? Also schreibt mir super gerne Kommentare auch, was ihr von der ganzen Sache haltet und so, weil ich das selber auch noch nicht so richtig weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll. Aber Angelina wirkt trotzdem einfach sehr traurig, wie ich fand. Und ich glaube auch die anderen Frauen, die noch im Studio waren, waren ein bisschen schockiert. Alissa hat zwar noch was sehr Nettes gesagt, aber ihr Gesicht hat auch Bände gesprochen. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich meine, es ist ja nicht meine Beziehung, ne? Es ist auch nicht mein Herz. Ich weiß, dass
du den David schon immer total toll fandest. Deswegen bin ich auch glücklich für dich und ich hoffe einfach nur, dass es gut ausgeht. Und dann ging das Wiedersehen langsam auf die letzten Meter und ich hatte immer noch so gehofft, dass Frau Koludewig jetzt nochmal deutlicher wird, nochmal nachhakt, nochmal bohrt, dass da noch irgendwas kommt. Stattdessen gab es von ihr aber nochmal ihren Segen. Also man sieht einfach, dass diesem Format dann auch die unterschiedlichsten Dinge entspringen können. Und ich glaube, da sind viele bei dir, dass man am Ende dann auch wirklich sagen muss, man muss ehrlich sein. Ja. Und wenn etwas keinen Sinn macht, dann vielleicht auch noch die Reißleine ziehen. Okay, und das war es dann tatsächlich leider auch schon wieder mit dem Wiedersehen. Ich persönlich fand es wirklich, wirklich krass, weil ich damit niemals gerechnet hätte. Und es passt auch gar nicht zur Staffel, weil die war ja die meiste Zeit irgendwie nett und ein bisschen langweilig. Und jetzt am Ende gab es nochmal ganz viele Explosionen. Und dann hat RTL uns die Explosionen noch nicht mal so richtig gezeigt. Und es gibt auch immer noch nichts zu den Vorwürfen. Ich hätte mir auch da sehr gewünscht, dass David vielleicht von selber mal was sagt. Also ich weiß ja nicht. Einerseits krasse Staffel, andererseits ganz komische Staffel. Wie schon gesagt, schreib mir deine Meinung am besten unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun willst und dir auch, dann solltest du auf jeden Fall mal bei denen hier vorbeischauen. Wie gesagt, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen. Gut, aber streng genommen musst du all das jetzt natürlich sowieso wieder tun. Denn sonst erfahren wir alle niemals, wie es jetzt weitergeht. Oh, und übrigens, ich werde natürlich an der Sache dranbleiben. Und wenn es da noch große Neuigkeiten gibt, mache ich nochmal ein Video dazu.